Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Garfield spielen und zwar Garfield rettet die Feiertage, eine Weihnachtsedition. Und mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen laut gerade gewesen. Also, hier haben wir Garfield und seine Freunde und ich würde sagen, wir starten direkt das Spiel. Es sieht auf jeden Fall super cool aus und passend zur Jahreszeit oder zur Saison, Weihnachten steht ja kurz bevor. Wählen Sie einen Held. Ich möchte natürlich Garfield sein. Oh oh, was erwartet mich? Außerirdische? Okay, anscheinend will ein Bösewicht unseren Weihnachtsbaum zerlegen oder irgendwas von uns klauen. Ich glaube, der Bösewicht hieß Khan. Defend. Wir müssen es verteidigen. Okay. Los geht's. Ich bin bereit. Willkommen zum Tutorial. Ich bin John. Lass mich dir die Basis beibringen, die dir erlauben wird, unser Essen zu retten. Essen ist natürlich ganz wichtig, vor allem für Garfield. Das ist dein HP-Balken. Du wirst besiegt, wenn er 0 erreicht. Okay. Dieses Symbol zeigt, welches spezielle Item du für diese Stufe ausgerüstet hast. Der Gegnerbalken zeigt dir deinen Stufenfortschritt. Wenn er 0 erreicht, werden keine Gegner mehr auftauchen. Okay. Das ist dein wertvolles Essen. Du wirst automatisch verlieren, wenn er zerstört wird. Wenn es zerstört wird. Boah, ich habe irgendwie Probleme, diese Schrift zu lesen. Brauche ich vielleicht eine Brille? Okay. Das ist die Basis der Eindringlinge. Zerstöre sie, um neue Gegner daran zu hindern, den Kampf beizutreten. Okay. Tippe auf die rechte Seite des Bildschirms, um dich in diese Richtung zu bewegen. Okay, die Frage ist, was kann ich tun? Kann ich irgendwie zuhauen? Schau, der Gegner kommt näher. Garfield wird automatisch angreifen, wenn er in der Nähe des Gegners ist. Okay, automatisch ist super. Ah, er wirft dann einfach so eine Zuckerstange. Pass auf, im Falle von Gefahr versuche dich aus der Reichweite des Gegners zu bewegen. Ah, okay, also muss ich dann ausweichen. Es ist Zeit, deine Macht zu zeigen. Benutze deine spezielle Fähigkeit, indem du auf das Fähigkeitssymbol tippst. Er kann Melonenkerne spucken. Wie cool ist das denn? Okay, los geht's. Oh, ich muss hier weglaufen. Aber ich kann auch meine geheime Waffe hier zeigen. Kann ich nicht? Greif an, Garfield. Lass dich nicht besiegen. Kekse werden gebraucht, um Items zu kaufen und deine Charaktere und Freunde zu upgraden. Okay. Sei vorsichtig, es kommen mehr Gegner. Dein Freund taucht aus dem Portal auf. Es ist Sheldon. Er kostet 5 Popcorns, um ihn herbeizurufen. Okay. Das ist eine Popcornmaschine. Sie stellt langsam Popcorn her, welches sie erlaubt, mehr Freunde herbeizurufen. Oh man, so viele Sachen, auf die ich mich hier konzentrieren muss. Deine Freunde werden die Gegner automatisch angreifen. Wenn du einen Gegner umbringst, besteht die Chance, dass er ein Item fallen lässt. Beeilung, diese Items werden verschwinden, also sammeln sie schnell auf. Nachdem du alle Gegner umgebracht hast, kannst du deine Itembox aufmachen. Lass mir dir helfen, sie dieses Mal zu öffnen. Das ist ein Item, das ist ein Popcornbecher, der zu deinem Popcornladen hinzugefügt wird. Versuche das Item zu benutzen, um Popcorn zu sammeln. Okay. Du hast genug Popcorn und deine Popcornmaschine, um ein Level zu erhöhen. Mach das jetzt. Okay. Okay, geht's jetzt los? Ich habe jetzt schon einiges gelernt. Ich möchte angreifen. Alles einfach kaputt hauen erstmal. Okay, jetzt geht das Spiel erst los. Das war nur das Tutorial. Stufe 1. Los geht's, Garfield. Mach sie alle platt.
Ich helfe dir dabei. Noch sehe ich hier gar keinen Gegner. Oh, da kommt es schon. Schnell weg. Oh nein. Oh nein. Hau zurück, Garfield. Jetzt habe ich hier schon auf jeden Fall einen extra verpasst. Habe ich jetzt auch wirklich alle erledigt? Da ist ja noch einer. Oh Mann. Warnung, mehr Gegner sind da. Ich muss immer wieder in den Rückzug gehen, weil sonst hauen die mich. Die sind echt stark. Vielleicht muss ich wirklich in den Nahkampf gehen. Ich bin umgehauen worden. So viele Gegner? Du hast den Kampf um das Essen verloren. Oh nein. Okay, ich brauche irgendwie mehr Übung. Nochmal. Ich habe nicht mal den ersten Level geschafft. Ich muss mich erstmal ein bisschen warm spielen. Gar nicht mal so einfach, das Spiel. Vielleicht darf ich auch nicht immer gleich den Rückzug antreten. Ich muss mich mal hier der Gefahr stellen. Ich bin schon wieder umgehauen worden. Was? Oh Mann, ey, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin ja super schlecht in dem Spiel. Wie kann ich eigentlich meine Freunde rufen? Eigentlich sollte doch dann die Popcornmaschine das übernehmen. Vor allem, mich stört es, dass er immer nur so zurückhaut. Ah, geht in die andere Richtung. Automatisch, und dass ich nicht selber irgendwie angreifen kann. Das nervt irgendwie total. Ich bin schon wieder erledigt worden. Das sind irgendwie viel zu viele Leute. Meine Freunde sollen mir mal bitte helfen. Okay, Leute, ich probiere es nochmal. Das kann nicht angehen. Ich kann auch nicht mein Essen einfach so abgeben. Essen ist mir viel zu wichtig dafür. Immer noch Stufe 1, ey. Heieiei. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt in den Nahkampf gehen, aber er greift ja auch nur an, wenn er nah genug dran ist. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. So, das klappt jetzt schon mal ein bisschen besser. Warnung, mehr Gegner sind da, okay. Garfield zurück. Wir müssen das Essen verteidigen. Oh, es sind viel zu viele. Also irgendwie muss ich nochmal herausfinden, wie ich meine Freunde dabei, also zur Unterstützung hole. Tägliche Belohnung. Glückwunsch. Du hast spezielle Belohnungen für das Spiel an mehreren Tagen nacheinander erhalten. Okay. Also Leute, ich würde sagen, wir werden das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Garfield rettet die Feiertage. Bislang ist es mir nicht gelungen, die Feiertage zu retten. Ich habe mein ganzes Essen verloren. Und es sind einfach viel zu viele Gegner. Falls ihr Tipps und Tricks habt für das Spiel, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und wenn ihr es schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!